This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, survivor. Seek out this Ark's guardian and find your way to where I'm waiting for you. So, after that island, where did you go next? Oh, you bet it was somewhere exciting! Before we keep going, I was thinking maybe you want to let your dad know where you ran off to? I don't want to think about him at all. I want to hear more stories. Uncle Bob? Okay. How about a story with spurs and six shooters and all that? Yeah, that sounds wild. Darling, you don't know the half of it, but whatever the danger, Bob still managed to show the wild and woolly wastelands who's boss. Whoa! Now we're talking! Place was hotter than heck, and all that dang dust had a way of working its way up your, nose. Point is, I was gonna have to get lean and mean if I was fixing to tame anything in that forsaken desert. Das war ja ein sehr, sehr lustiger Anfang. Ich bin... super, guckt euch das an. Der ist gerade über mich drüber gelaufen. Ja, wir sind auf Scorched Earth. Und zwar, wir sind auch gleich wieder tot. Wir sind nicht nur auf Scorched Earth, wir haben auch das Frontier Package gekauft. Also Bob's Tall Tales. Und mit Bob's Tall Tales haben wir eben dieses Adventure-Package in diesem Wildwest-Stil, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und wahrscheinlich sind wir, wie gesagt, gleich tot. Was, 85 oder so hat der hier im Level? Ja, das ist super, ne? Dass man, wenn man spawnt, direkt, aber wirklich direkt, man hat ja gesehen, dass die Federn von dem, die waren über mir. Also ich bin genau auf dem gleichen Quadratzentimeter gespawnt wie dieses Tier. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass sie sich vom Morellatops ablenken lässt, bevor meine Ausdauer aus ist. Hier, guck mal, Morellatops. Nee. Okay. Schade. Ach, 20 nur. Okay, hätten wir vielleicht die ganze Zeit mal machen können. Ist er betäubt? Ich glaube ja. Nee, er rennt weg. Aber auch nicht schlecht. Dann rennen wir nämlich in die andere Richtung weg. Ich hoffe, der kommt nicht gleich wieder. Ach, ein neues Abenteuer. Nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr jemand seid, der jetzt gerade ganz frisch dazugeschaltet hat und gesagt hat, oh, ich will einfach nur das neue Scorched Earth sehen. Dieser Charakter ist kein neuer Charakter. Dieser Charakter ist der Charakter, den wir auch in unserem... The Island-Spielstand benutzen und die ist im Level 107. Wie ist das möglich? Die ist deswegen 107, weil man 105 werden kann und wir ein Chibi haben, das wir bereits zweimal gelevelt haben, womit wir also nochmal zwei Level oben drauf kriegen. Ne? Und deswegen sind wir eben 107 im Level. Da hinten war doch gerade ein Thylakoleo oder so. Und ein Känguru. Oh. Es ist so schön hier. Wow, das sind viele Kängurus. Ja, es ist super schön. Wir befinden uns eben auf Scorched Earth, also auf dieser Wüstenkarte. Und auf dieser Wüstenkarte, da gibt es ja, wie der Name schon sagt, hauptsächlich Wüste. Also ganz viel Trocken und ganz viel Sand und ganz wenig Wasser. Wasser findet ihr vor allem, nicht nur, aber vor allem an den drei Obelisken. Und genau deswegen sind wir nämlich hier. Am grünen Obelisken, denn hier würde ich gerne unsere Story beginnen. Ah ja, okay, da ist noch ein Skorpion und alles Mögliche. Und mir hier mein Häuschen aufbauen. Wo jetzt genau, weiß ich noch nicht. Hier auf der Seite, aber das ist mir zu schattig. Vielleicht irgendwo da drüben, da ist es ein bisschen sonniger.
Das ist hier ein ganz cooler Spot, weil es hier gute, viele interessante Ressourcen gibt. Oder zumindest war das so. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal davon aus, dass das alles ganz ähnlich sein wird wie beim alten Scorched Earth. Nur eben ein bisschen schöner. Und außer, dass wir hier eben mit Scorched Earth loslegen, haben wir, wie gesagt, auch dieses neue Erweiterungspackage gekauft. Und damit haben wir eine ganze Menge so Wildwest-Sachen freigeschaltet. Ne? Da ist schon wieder ein Raptor. Ich hätte gerne mal einen Stein aufgehoben. Oder haben wir vielleicht schon mal welche? Den Eindruck, ich sammle hier immer nur Büsche. Ah, oh, Morella-Tops-Babys. Cool. Oh, es ist toll. Ich freue mich. Ja, Scorched Earth war tatsächlich, klingt zwar ein bisschen blöd, aber immer eins meiner Lieblings-Mod-Maps oder DLCs, besser gesagt. Weil ich fand es eigentlich immer irgendwie am stimmigsten von allem. Ich weiß auch nicht, wieso. So, wie ihr seht, 107 sind wir im Level. Und wir haben deswegen natürlich so ein paar Kleinigkeiten schon. Wir können natürlich, wir haben auch noch, ich glaube, um die 2000, war ja gerade zu sehen, über 2000 Engrampunkte übrig. Können also gleich ein paar Sachen lernen und so weiter. Mögen jetzt einige vielleicht ein bisschen langweilig finden, wenn man nicht so total von Null anfängt, aber... Ah, puh. Okay, das erinnert uns dran, wir wollen hier speichern. Das hat gleich gerade schon so ein Leck gegeben. So. Das hier legen wir in den ersten. Ich habe nichts mitgenommen, außer meinem Charakter. Ja, also wir sind ansonsten hier ganz blank hergekommen. Und ja, so wird es auch auf allen anderen Erweiterungen sein, die irgendwann mal kommen. Da werde ich halt nichts weiter mitnehmen. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht irgendwann später mir mal irgendwas hierher hole. Weil ich habe es schon immer blöd gefunden, auf jeder Map wieder von neuem mit irgendeiner Rex-Armee mit dem Züchten zu beginnen. Wenn man da schon eine gute hat, na warum soll ich denn immer wieder von vorne anfangen? Das habe ich eigentlich nie so gemacht, sondern ja, dann, also das habe ich bis jetzt immer so gemacht, aber ich würde es diesmal nicht machen wollen, weil es einfach nervt. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, dieses Frontier-Erweiterungspackage gekauft. Das sind ja, wie es aussieht, waren das für Scorched Earth, Aberration und Extinction die Erweiterung. Das heißt einfach Bob's Tall Tales. Hat jetzt 29,99 gekostet. Das ist, glaube ich, so der Standardpreis. Das war jetzt nicht irgendwie rabattiert oder so. So, wir fangen hier aber, wie gesagt, relativ klein erstmal an. Vielleicht bauen wir uns erstmal ganz kurz irgendwie so eine Stein-Foundations irgendwie. Nicht viel, nicht groß, aber irgendwas, damit wir so ein bisschen vorankommen. Ich hatte natürlich gutes Werkzeug, das habe ich jetzt nicht mehr. Wind, oh schön. Genau, und ja, die erste Folge wird jetzt erstmal hauptsächlich darin bestehen. Den Spot haben wir schon gefunden, den ich haben wollte. Es hat gleich super angefangen. Jetzt geht es darum, dass wir uns hier wenigstens so ein ganz winziges, und wenn es 2x2 ist, irgend so ein ganz winziges Häusle bauen. Denn auf Scorched Earth, also schon früher, gab es halt immer so Wetterereignisse. Das sind, ich weiß es gar nicht mehr, 3 oder 4 verschiedene. Also jetzt scheint ja hier dieser Elektrosturm zu sein. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es einem nicht irgendwie angezeigt wird. Das war doch früher schon der Fall, oder? So. Und ich bin auch überrascht. Was brauche ich denn dafür? Was fehlt mir noch? Immer noch so viel Stein, mein lieber Schwan. Ja, wie gesagt, also es gibt so diesen Elektrosturm. Der ist jetzt für mich nicht schlimm. Der ist nur für alle Elektrogeräte schlimm, weil die dann nämlich nicht mehr funktionieren. Dann gab es die Hitzewelle. Da ist es besser, man verkriecht sich irgendwo nach drin. Am besten in ein Zelt oder ihr habt halt ein Gebäude aus Lehm gebaut. Und es gibt tatsächlich auch Regen, der ist natürlich eher angenehm. Das ist das einzige positive Ereignis. Und dann gibt es auch noch einen Sandsturm. Da verliert ihr kontinuierlich an Ausdauer, ladet ständig Sand in eure Taschen, werdet also immer schwerer. Super. Und ja, also auch nicht gerade eins der allerschönsten Ereignisse, die man so erleben kann. Ich würde mir jetzt, wie gesagt, erstmal so ein ganz kleines Häuschen bauen. Wir brauchen natürlich auch mal sowas wie ein Bett. Dafür müsste ich natürlich Leder holen. Das wiederum heißt, ich bräuchte mal sowas wie Pfeil und Bogen. Aber eins nach dem anderen. So, wir haben jetzt unseren Spiel...
Gut, okay. Unseren Spielstand in Scorched Earth, in The Island, auf The Island, mehr oder weniger unvollendet verlassen. Also ich wollte ja, am liebsten wäre mir natürlich gewesen, wir hätten alles durchgehabt, ne? Die Bossfights und den Aufstieg gemacht, dann hätten wir nochmal 15 Level mehr gehabt. Aber so ist es nun mal jetzt eben nicht gekommen. Und vielleicht mache ich mir auch erstmal nur 2x2. Es wäre ja auch schon mal was. Ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie dann Wände. Ja, sondern wir haben zwar alle Artefakte eingesammelt und so ziemlich alle Tiere gezähmt. Also die beiden neueren, die Ryognatha und den Carcharodontosaurier, der fehlt mir noch. Tatsächlich auch der Eutyrannus. Aber vielleicht finden wir ja auch hier einfach einen guten Eutyrannus. Das kann ja auch sein, die gibt es ja hier auch. Wäre also auf jeden Fall eine Option. Den könnte ich mir dann von hier auch wieder mitnehmen. Und vielleicht auch auf The Island benutzen. Ansonsten wollten wir alle Explorer-Notes aufsammeln. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir wollten jeden Boss besiegen. Das habe ich noch nicht mal angefangen. Und eben den Aufstieg machen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also wie ihr seht, wir sind noch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Aber naja. Eins nach dem anderen. So, jetzt ist halt die Frage. Hier ist es doch ziemlich flach. Es ist ganz klein. So, das heißt ja nicht, dass das Haus hier stehen bleiben muss. Ich muss nur erstmal irgendwo irgendwas unterbringen. Und ich finde, das sieht hier doch einigermaßen vernünftig aus. Machen wir das mal ein bisschen niedriger. So. Und setzen dann vielleicht mal hier vorne irgendwie, ich sage jetzt einfach mal so eine, so eine ganz einfache Tür rein. Und dann brauchen wir entsprechend ja nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Wände und ein Dach. Aber mit den Wänden wäre ich schon mal glücklich, weil ich dann nämlich von vielen Tieren nicht mehr angegriffen werden kann. Das ist zumindest der Plan für heute. Und wenn wir dann hier erstmal eine sichere Bleibe gefunden haben, dann machen wir nochmal Pfeil und Bogen und erlegen uns irgendwie, was weiß ich, ein Jaboa oder irgendwie sowas, sammeln ein bisschen Leder oder ein Lystro oder so. Und mit dem Leder machen wir uns dann ein Bett und dann fühle ich mich erstmal einigermaßen wohl. Und wir können gucken, wie wir uns hier weiter aufbauen und ausbauen. Wir können auch natürlich, aber das würde ich dann auch erst machen, wenn ich hier, wie gesagt, irgendwie wenigstens die Wände um mich rum habe, dann gleich mal in die Engramme reingucken, mal sehen, was es hier Neues gibt. Also dieses Frontier Package, wie gesagt, das musste man extra kaufen. Das hat sich dann automatisch mit installiert. Da musste ich jetzt nichts machen. Ansonsten... Ich höre doch irgendwas. Okay, nee, ich habe Ameisen gehört, glaube ich. Weil wir haben auch noch überhaupt gar keine Waffe. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwie einen Speer machen. Guck mal hier. Und hier ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir schon mal Pfeil und Bogen. Hauptsache, das Prokopter dann holt hier das Känguru nicht her. Nee, das, was ich da gerade habe krabbeln hören, das klang verdächtig nach einer Ameise. Mit denen haben wir ja am Anfang meistens Pech. Was bist denn du hier für ein Morellatops? Also ich habe mir schon gedacht und habe es mir auch gehofft, dass hier von den neuen Tieren auch einige Babys haben. Was ich auch cool fände, wenn hier einfach auch von den, ich sag mal, Standardtieren andere Tiere Babys hätten. Also zum Beispiel die Wölfe. Dass es hier vielleicht Wolfsbabys gibt. Gab es ja auf The Island nicht. Aber irgendwie fände ich das nett. Also wenn es auf jeder Map auch von den normalen Standardtieren andere Babys gäbe. Fände ich ganz cool. Werden wir ja sehen. Ich glaube ja nicht, dass es so ist, aber es wäre irgendwie nett gewesen. So, okay. Wir brauchen erstmal weiter Holz. Nee, da, die Axt war schon eine gute Idee. Da ist doch das Krabbel schon. Da ist sie doch. Da bist du doch. Titanomyra. Ah, ich höre, hier knurrt irgendwo ein Jaboa. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Fleisch. Hört ihr dieses? Das ist ein Jaboa, das uns ankündigt, dass hier irgendein Wetterereignis bevorsteht. Das ist jetzt kein Wunder. Wir erleben es ja bereits. Also, wollen wir mal schnell was essen? Also, hoppala. Also ein Jaboa sollten wir uns auch auf jeden Fall relativ zügig zähmen.
Die gibt es oder gab es zumindest früher nur in Level 1. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ob sie das geändert haben oder ob das nach wie vor noch so ist. Ach, ist das schön. Ich mag die Map. Wir kommen näher. Es ist irgendwo hier. Aber vielleicht auch da oben. Oder es steckt im Felsen. Kann auch sein. Ja, also hier wollen wir natürlich nicht alle Tiere zähmen, sondern alle Scorched Earth Tiere zähmen, ja. Also das, weil alle anderen Tiere haben wir ja theoretisch schon, da drüben ist ein Pegomastax, wäre ein schönes erstes Opfer für Pfeil und Bogen. Alle anderen Tiere haben wir ja theoretisch schon auf The Island gezähmt, wie gesagt, außer Mewtyrannus, die können wir natürlich auch hier zähmen. Würde ich dann wahrscheinlich auch machen. Weil, wie gesagt, auf The Island habe ich keinen guten gefunden. Wir hatten mal einen gesehen, aber der war dann leider irgendwann nicht mehr da. Lass mal gucken, dass wir hier mal Pfeil und Bogen ins Dings legen. Was fehlt hier? Stone. Fünfmal Stone. Ja, ich spiele das Ganze auf Englisch für die, die halt die anderen Folgen noch nicht gesehen haben. Weil teilweise die deutsche Übersetzung ganz, ganz komisch vermurkst waren. Also ganz, ganz seltsam, wirklich. Drei haben wir jetzt, hast du gesagt. Fünf brauchen wir noch, ne? Und weil ich mir auch habe sagen lassen, zumindest war es am Anfang bei The Island so, dass es auf Englisch tatsächlich weniger abgestürzt ist als auf Deutsch. Verrückt, aber es war so. Und deswegen spiele ich es jetzt hier auf Englisch. Wo ist denn jetzt dieser Pegomastax hin? Ja, und was wir natürlich auch machen wollen, wir wollen ja alles von diesem neuen Wildwest-Package mal ausprobieren. Also zumindest alles, was mir sinnvoll erscheint. So, komm schon, eine Wand noch. Dann bin ich erstmal zufrieden. So, da ist sie, die eine Wand, die ich noch gebraucht habe. Jetzt machen wir erstmal hier die Schotten dicht bei uns. Ach ja, eine Tür wäre vielleicht ja auch nicht verkehrt. So. Können wir gleich noch ein bisschen Holz sammeln, falls wir nicht mehr genug haben. Eine Kiste ist auch nicht verkehrt. Und dann, ja, wie gesagt, also wir arbeiten uns hier ganz langsam durch, ne? Natürlich gibt es jetzt auch schon wieder Leute, die Videos reingestellt haben, wie man den Bossfight am besten macht. Ich persönlich finde es immer langweilig, weil das ist das Endziel. Und wenn ich das am ersten Tag in den ersten 2 Minuten mache, was will ich denn dann hier noch machen? Es wird eine Weile dauern, bis die nächste Erweiterung rauskommt. Mit Sicherheit. Und deswegen finde ich das immer komisch, wenn Leute das als allererstes machen. Also ich verstehe natürlich, klar, wer mit YouTube wirklich sein Geld verdient und seinen Lebensunterhalt macht, der muss halt schnell die ersten, krassesten, besten Videos machen. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall und deswegen hab ich da einfach mehr Zeit. Also deswegen braucht ihr euch nicht wundern, wir rushen hier nichts. Ich mache das erstmal dicht, ja, wundert euch nicht. Also das wird hier am Ende nicht so bleiben. Und hier machen wir vielleicht mal ein Fenster rein oder so. Einfach mal für die Abwechslung. Zack. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht vielleicht sogar eine Reinforced-Tür machen können. Uns fehlt dazu Stein. Wer hätte das gedacht? Okay, dann eben nochmal Stein. Dann machen wir uns 2 davon. Und dann können wir nämlich hier auch die Schotten dicht machen. Und dann stromern wir mal ein bisschen durch die Engramme. Ja, also ich bin wirklich gespannt, was es alles gibt. Man hat ja nicht viel vorher gehört. Angeblich haben sie gesagt, sie wollten noch einen Trailer rausbringen, aber ich glaube auch, den hat es nicht gegeben. Zumindest habe ich keinen mitbekommen. Ja, und da ist... Nee! Ah, jetzt hat er mir meine Meobären geklaut. Das? Was? Achso, okay. Das hast du jetzt davon, wollte ich sagen, aber... Ist eigentlich gar nicht so klug, den zu erschießen, solange der Geier hier ist. Mal abgesehen davon, dass ich hier eh nicht rankomme, oder?
nein. Das ist nicht meine Intention gewesen. So schön das Wasser ist, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Denn im Wasser war früher zumindest so, da lauen gerne mal Caprosuchos. Ah, raus. Lauf. So. Kommt man hier irgendwie mal hoch wieder? Da ist ein Raptor, supidupi. Geh weg. Genau, geh mal woanders hin. Hui. So, na wenigstens eine Tür haben wir ja gemacht. Das erstmal das Wichtigste. Zack. Okay, kommt er? Sieht nicht so aus. Sein, er steht vor der Tür. Nee. Ja, schade. Ich glaube, an den Pegomastax komme ich nicht mehr ran. Schwupp. Da ist ja noch einer. Wie viele gibt es denn von euch Kackviechern? Oh Mann, sieht auch immer nichts hier. Dieses blöde Gesträuch. Ihr rennt doch nicht auch noch da rein. Warum seid denn ihr alle doof? Ich dachte, Wegfindung ist jetzt besser. Die rennen nicht mehr über Abgründe. Das war doch der Deal. Die rennen doch alle über Abgründe. Die wollen alle nicht, dass ich an ihr Fleisch komme. Ob man das irgendwie im Liegen dann rausziehen kann? Ich meine, wie schwer kann das Vieh schon sein? Naja, vergiss es. Ja, das ist auch schön. Okay, soweit so gut. Immerhin. Immerhin, das hätten wir dann. Huhu, okay, wir müssen noch nicht mal mehr den Umweg durchs Wasser machen. Sehr gut. Ja, was wollte ich? Ich wollte, brauche noch so ein Fenster. Dann gehen wir ins Haus und gucken uns die Engramme an. Ich habe das bei The Island so gemacht, dass ich in den ersten 10 Tagen keine Schnitte gemacht habe. Das werde ich hier nicht so machen. Das mache ich hier vielleicht in den ersten 3, also nicht 10 Tagen, sondern 10 Folgen. In den ersten 10 Folgen habe ich keine Schnitte gemacht. Hier machen wir das vielleicht für die ersten 3 oder so. Dadurch, dass wir, wie gesagt, schon Level 107 sind und theoretisch alles bauen könnten, wenn wir denn die Ressourcen dazu hätten, ist es dann natürlich auch nicht ganz so wahnsinnig spannend wie jemand, der gar nichts hat, sage ich jetzt mal. Okay, so, wir setzen hier das Haus rein, das Fenster rein. Und dann gucken wir mal durch. Oh, also das hier mit dem Kopf dran, das würde ich mal schätzen, das ist alles dieses Tall-Tail-Dingsbums da. Also nur Optik vor allem, wie es scheint, ne? Aber das ist alles aus diesem Frontier-Erweiterungspackage. Das hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Desert Gilly Gauntlets ist einfach nur ein Skin. Ist halt die Frage, wenn du das Skin hast, Gilly. Okay, es funktioniert auch nur auf dem Gilly, aber man ist dann halt nicht grün wie auf dem normalen Gilly, sondern wahrscheinlich irgendwie gelb. Was natürlich auch cool ist. Und das hier kann man wahrscheinlich auf jeden Helm mitmachen, genau. Und hier steht ja Frontier Style Bowler. Also ein Bowler gibt's, es gibt ein paar Boots, es gibt Handschuhe, es gibt einen Cowboy-Hut, es gibt diese, ja, diese Hosen hier mit so einer Ledertasche und dreckigen Hosenbeinen, ein Oberteil mit so einem Tuch oder einen Poncho oder wie auch immer man das nennen möchte, noch eine andere Form von Cowboy-Hut, ein Rancher-Hut, na gut, Outlaw-Boots, Outlaw-Handschuhe, ein Outlaw-Hut, Outlaw-Hose, Outlaw-Shirt, das sieht alles sehr schön aus. Und Frontier Structures. Also wahrscheinlich kann man die auf jede Struktur legen und die sieht dann halt einfach so Western-Style-mäßig aus. Da es nichts kostet, werden wir das definitiv alles lernen. Also es kostet nichts, das zu lernen. Es kostet was, um es herzustellen. Aber wie ihr seht, einmal Leder, einmal Fiber, einmal Stroh. Teuer ist es also nicht. Und jetzt sehen wir in Farbe natürlich auch gleich viel besser, wie es denn auch wirklich aussieht. Okay.
Das ist also schon mal neu. So, Preserving Salz ist nicht unwichtig. Man kann hier Salz abbauen. Das ist dann aber einfach nur unreines Salz. Man kann es dann in Preserving Salz umwandeln. Und wenn man das zusammen mit zum Beispiel Fleisch oder auch Wivermilch, später sehr wichtig, im Inventar hat, dann verdirbt das Zeug weniger schnell. Also ich weiß nicht, ob es jetzt doppelt so lange hält, also halb so schnell verdirbt, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall halten die Sachen deutlich länger. Und gerade bei Wivernmilch, die nämlich ziemlich schnell verrottet und damit füttert ihr halt eure Babywivern, das ist schon nicht unwichtig. Aber besonders wichtig ist Clay, also Lehm. Denn mit Lehm baut man hier und nur Lehm ist wirklich richtig gut gegen diese Hitze. Dann haben wir das Zelt, das werde ich nicht lernen, das findet man nämlich ganz häufig. Den Boomerang, den werde ich nicht lernen, den findet man nämlich auch. Wir haben hier zum Beispiel einen Morella-Topsattel für dieses Tier, was wir gerade eben gesehen haben, mit dem Jungtier. Okay, das ist also einfach nur ein Gerüst, aber das ist schon ein Bauwerk, ne? Das ist jetzt nicht nur Wood, Wall, Doorway und Window Frame. Cool. Okay. Also das ist sowas wie eine Foundation, ohne dass es eine ganze Fläche blockiert. Also wenn ich jetzt keine Stütze, keinen Pfeiler drunter machen will, kann ich offenbar auch das hier drunter machen. Gefällt mir sehr gut. Den Fessel, das ist so ein Tontopf, findet man aber auch, würde ich deswegen jetzt nicht lernen. Da lagert man sein Salz drin. Dann Shootable Bottle, das ist ja auch lustig. Also eine Flasche, um drauf zu schießen als Trainingsdummy sozusagen. Sehr cool. So, Adobe. Also das sind all diese Lehmbaustrukturen und die möchte ich alle lernen. Ja. Genau, die will ich alle lernen, weil ich will definitiv aus Lehm bauen. Das hier ist ein Brunnen. Es gibt so Wasserlöcher, da kann man einen Brunnen draufsetzen und dann kann man halt permanent Wasser daraus fördern. Ansonsten ist das Wasserloch halt, ich glaube, nach 2 oder 3 Mal trinken leer und braucht eine Weile, ehe man es wieder benutzen kann. So, was ist noch neu? Die Adobe-Leiter, die mache ich eher selten, die finde ich nicht so schön. Aber das Dach, Viertelwand, Pfeiler, ah, so sehen die Dinge aus Stein aus, okay, cool. Sloped Roof, Triangle Dach, so, und eine Large Wall. Da gibt es eine Whip, also eine Peitsche. Damit kann man Tiere vor sich her treiben, aber man kann auch viele kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, damit aufheben. Ganz praktisch, brauche ich aber nicht, findet man auch so. Ein Sarg, which can be placed horizontally or vertically, also man kann es hinstellen oder hinlegen, acts as a respawn point, also ein Schlafsack wahrscheinlich, for you and your tribe mate, prevent pretending you're an undertaker or a vampire, achso, perfekt, um zu verbergen, also nee, perfekt, falls du ein Untoter oder ein Vampir bist. Ich glaube, weiß nicht, ob das irgendwie eine Anspielung auf irgendwas ist. Es gibt den Oasisaurus, so eine riesen wandelnde Oase eben, die auch irgendwie fliegen kann oder schweben kann. Der hat irgendwie Wasser auf dem Rücken und in dem Wasser kann man sowohl sich selber heilen von Verletzungen, aber man kann auch tote Tiere wiederbeleben. Keine Ahnung, ob es darauf eine Anspielung ist. Es kostet nichts, ich nehme das. Ist aber eine Struktur, ist kein Skin, das finde ich cool. Ein Saloon Chair, komm, der kostet nur 1, den nehmen wir auch. Swivel Stool, also ein Schemel oder ein Drehstuhl ist das, ne? Saloon Table hat nichts gekostet, eine Schaufel. Damit kann man irgendwas machen auf dem Oasi. Nee, damit kann man, glaube ich, irgendwie Beete besser bearbeiten oder so. Ein Metallgegenstand, nützlich, ja, improve, also um Cropplots zu verbessern. Vielleicht kann man da umgraben oder Unkraut jäten oder was weiß ich. Und dann wächst das Zeug besser oder so. Zum Beerdigen oder zum Ausgraben von Schätzen oder Schatzkisten. Es gibt vergrabene Schatzkisten und Untergrundwasserquellen zu finden. Klingt sehr interessant. Eine Schatzkiste, okay, es ist einfach nur eine Kiste. Da kann man halt Sachen reintun, ja, eben wie eine normale Kiste. Zeichenpapier. Ja, es kostet nur 1, aber andererseits brauche ich das, weiß ich nicht. Das ist auch mega geil. Es ist so ein Karren, da kann man Tiere davor spannen. Das will ich auf jeden Fall. Ein Hanging Sign. Ja, ist nett, aber ich glaube, es brauchst du nicht unbedingt. Ein Barrel Storage. Steht denn hier, was da reinpasst? Ah, nee, okay, man muss die Preserving Bin vorher gelernt haben.
Can sealed it and slow spoiling. Okay, es hält also auch Sachen frisch. Finde ich gut. Dann gibt es ein Öljar, da kann man eben Öl reinfüllen und die kann man werfen. Dann gibt es einen Ölfleck, die kann man dann später anzünden. Das gab es aber früher schon. Das hat nichts mit Bob Tall Tales zu tun. Das ist offenbar immer nur dieses Zeichen mit dem Kopf hier unten. Was haben wir noch? Ein Pokertisch. Also man kann dran sitzen oder mit bis zu 6 Spielern dran spielen. Da das hier ein Singleplay ist, werde ich es wahrscheinlich nicht brauchen. Flammenpfeil lerne ich jetzt erstmal nicht, aber damit kann man zum Beispiel diese Ölflecken in Flammen setzen. Aber Deathered Clothes, das ist wirklich wichtig. Die braucht man definitiv, sonst wird es nämlich irgendwann echt heiß hier. So eine Stadtglocke. Makes loud noise. Ja, okay, macht laute Geräusche, wenn man sie klingelt. Also wenn man da dran an dem Rad dreht und leisere Geräusche, wenn man drauf schlägt. Aha, man kann offenbar nahestehende gezähmte Tiere damit auf aggressiv pfeifen, damit sie deine Umgebung verteidigen. Finde ich cool, brauche ich jetzt aber glaube ich erstmal nicht. Wir müssen ein bisschen haushalten. Ich weiß, wir haben noch fast 2000 Punkte, aber es kommen ja auch nochmal andere Erweiterungen. So, Adobe, wir wollen bauen. Hier, die kosten nichts, ein fancy Armchair und ein fancy Sofa, immer her damit. Was haben wir noch? Ein Plant Pot. Aha. Kann fast jede Form von Pflanze, von Ark beherbergen. Okay. Change to a beer as a plant in a crop plot. Ja, warum nicht? Ach, ein Saloon Piano. Wie cool ist das? Aber ich brauch's wahrscheinlich echt nicht. Has Volume and Range Settings. Ja, kann man halt Musik drauf spielen, ne? Ein Spiegel, auch nett. Braucht man aber auch für nix. Ist einfach nur so nice to have Kram, ne? So eine schöne Lampe. Die sieht auch wirklich gut aus. Adobe Large Teil. Dann haben wir hier, ja gut, die Pistole, die gab es ja vorher schon. Ihr seht ja, ich habe auch bei dem anderen Zeug nicht alles gelernt, weil ich brauche nicht alles. Gerade die Sättel, viele findet man halt auch einfach. Ne? Deswegen habe ich es nicht gelernt. Und jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Sachen. Eine Eisenbahn, Train Engine, also die eigentliche Zugmaschine. Traveling along train tracks. Also man kann damit auf der Schiene fahren. 1000 Metall, 600 Zement. Na, ich habe mir schon gedacht, dass die was kostet. Und das hier ist eine Plattform, die kannst du dranhängen. Ich weiß jetzt nicht, steht hier, wie viele man da insgesamt dranhängen kann. Keine Ahnung, aber man kann halt drauf bauen. Und das hier ist die eigentliche Schiene. Ui, die ist aber auch teuer, 200 Stück. Man wird ja wohl einige davon brauchen, um vorwärts zu kommen. Krass. Also Metallbausachen interessiert mich nicht, baue nicht mit Metall. Aber das hier, die Windturbine. Also es ist wirklich ein Segen, dieses Teil. Ihr braucht nämlich nur Wind, damit sie funktioniert und ihr habt Strom. Und ihr könnt es euch einfach mal sparen, Benzin herzustellen. Ne? Convert the force of wind into electricity, also wandelt die Windenergie in Strom um. Also reduces fuel consumption and heat damage of nearby gas generators. Okay, also wenn ich trotzdem in der Nähe noch einen Generator habe, dann verbraucht der weniger Benzin und geht beim Hitze-Event nicht kaputt oder eher Hitzeschaden. Also nicht nur beim Event, also Generatoren nehmen hier halt über die Dauer Schaden und irgendwann sind sie kaputt. Und wenn so ein Ding in der Nähe steht, dauert es offenbar länger. Genau, und je mehr Wind, desto effektiver ist es. Die ist super, ich liebe dieses Teil. Wenn ihr auf H drückt, geht es jetzt auch, ja genau. Dann müsste man nämlich eigentlich hier, wahrscheinlich ist es gerade verdeckt, also man kann sich auch irgendwo anzeigen lassen, wie viel Wind weht. Das ist auch nicht überall gleich, das ist immer unterschiedlich. Water Reservoir, auch nicht schlecht. Ein Metallwassertank. Okay. Huge Structure, storing water, stores rain manually. Ja, hier regt es uns ja nicht so besonders oft. Ja, komm, machen wir auch. Ist zwar ziemlich teuer. Oh, hier eine Windmühle. Works at low wind speed. Das ist auch nicht schlecht. Das andere funktioniert, ich glaube, mindestens 20. Eine Windgeschwindigkeit von 20 braucht ihr, sonst geht er gar nicht. Der hier, but is more effective. Okay, der hier scheint also schon bei geringerem Wind zu funktionieren.
Finde ich sehr gut, will ich haben. So, hier Metallkram. Die Ölpumpe auch nicht schlecht. Genauso wie es hier Wasserflecken gibt, gibt es auch Ölflecken. Kann man eine Pumpe draufstellen, fördert dann nach und nach eben Öl. Und hier, wo wir hier sind, da gibt es relativ viel Öl. Auf den anderen Teilen der Map ist es nämlich nicht Dynamite-Skin. Okay, ich kann hier... Huch, ach so. Nee, dann nicht. Ich habe kein Dynamit gelernt, also kann ich auch den Skin dafür nicht lernen, aber ist egal. Dann halt nicht. Fasola Suchus-Sattel. Das ist das neue Tier, was grundsätzlich auf Scorched Earth neu ist, ohne dieses Frontier-Package. Bin ich auch sehr gespannt. Sieht aus wie eine riesengroße Echse, Krokodilechse halt, so, läuft auf vier Beinen. Kann sich, glaube ich, auch irgendwie eingraben, aber wir werden das nochmal sehen. Ich speed mal hier ein bisschen schneller durch. Ich glaube, diese ganzen Hightech-Sachen, da kommt nicht mehr viel. Rognata-Sattel. Ja, genau. Wir sind durch. Okay. Krass. Man kann es natürlich einfacher machen und gleich sagen, hier, zeig mir alles, was zu Scorched Earth gehört. Dann sieht man auch wirklich nur das. Ne? Ach ja, die Kettensäge, aber ich glaube, die findet man auch. Die ist auch sehr gut, also äußerst effektiv, egal was ihr looten wollt. Also Fleisch oder Leder oder Bäume, also Stroh und Holz. Bei Stein weiß ich nicht, da funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber ansonsten echt gut. Wir können nochmal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Das hier zum Beispiel. Die Sättel der Tiere lerne ich erstmal nicht. Also wenn wir irgendwann eins haben und wir haben den Sattel nicht gefunden, weder als Blueprint noch als fertigen Sattel, dann würde ich es halt lernen, sonst aber nicht. Ach komm, der ist einfach schön. Den lerne ich auch. Okay, wir sind soweit durch. Ich würde allerdings auch sagen, dass das hier für den ersten Teil, dass es das erstmal gewesen ist. Wir starten in der nächsten Folge dann so richtig durch, indem wir eben, ja, schon mal vielleicht hier irgendwie ein Bett und eine Kiste können wir ja nochmal gleich machen, hier reinstellen und dann vielleicht schon mal die ersten Dinger ausprobieren. So, Dekorbox, ne, die war ja Quatsch. Aber hatten wir hier nicht auch irgendwie eine Art von Kiste gelernt, gerade eben? Vielleicht haben wir schon Sachen, um sie herzustellen? Nee, sieht nicht so aus. Oder ich habe sie nur einfach nicht richtig gesehen. Können wir mal nach Box gucken. Ja, hier ist ein Schrank, hier ist eine Kiste. Wir machen einfach mal erstmal hier so einen Schrank. Ich habe jetzt noch nicht alles, deswegen kann ich das jetzt hier noch nicht benutzen. Ja, aber davon kann man auch nie genug haben. Okay, ich stelle mir jetzt die Kiste hier hin, da können wir dann diese so seltene Sachen wie eben Leder und so ein Kram kann man da dann schon mal reinsetzen. Und genau, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arsa. Bis dann, ciao, ciao.